Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von Transport Fever, die 49. Und in dieser Folge wollen wir diesen Zug, nachdem er in den Bahnhof eingefahren ist, mal zurück ins Depot schicken und komplett austauschen. Weil die werden sich irgendwann ins Gehege bekommen. Weil der noch so neu ist. So, es ist unterwegs ins Depot. Wir rufen es schon mal auf. Können uns das Spektakel anschauen. Zack, und jetzt ist er drin. Weg, 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 weg. Zu kaufen. Zack. Er kann 114, nee, irgendwas mit 100 war das, ne? Tun wir einfach mal rechnen. 14, 28, ne? Das bleibt 28. Dann hat man 40 plus 8 sind 48. Plus nochmal 8 sind 56. Also machen wir es mal hier. Zack, 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 zack. 28, 28. So, es sind 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erleichtert? Nein, natürlich das Nachzählen. Das Nachrechnen. Erleichtert einiges. Erleichtert einiges. Eventuell. Eventuell. Passt mal auf. Den hier. Ich drehe jetzt nochmal um. Nee. Dass er nochmal ins Depot. Aber da kann er jetzt ja nicht ins Depot. Warte mal. Hier, stopp. Pause. Nee, kann er ja. Kann er. Kann er. Ich habe jetzt mal was vor. Passt auf. Der ist ja drin. Ich kaufe jetzt mal noch ein paar Wägelchen hinten dran. So, zack. Wägelchen, da. Ah, drei weniger. So, haben wir mal einen riesen langen Zug. Und den tun wir jetzt mal auf diese Linie zuweisen. Ihr werdet auch gleich wissen, warum. Zu 110 können wir jetzt ja mitfahren. Ist doch mal ein stolzer Zug. Stolzer Zug. Der bleibt weiter hier auf der Linie. Hola. Und den hier, den werden wir dann aufs Überregionale setzen wahrscheinlich. Weil der wartet jetzt für keine Passagiere. Bis jetzt. Und die werden wir jetzt bauen. Deswegen lassen wir den mal so. Und der andere müsste auch bald hier sein. Wo ist denn der? Den müssen wir mal ein Auge behalten, den langen. Der schnappt natürlich jetzt dem die ganzen Passagiere weg.
So, die Strecke ist das. Leicht komisch ist es schon. Wir haben aber noch keinen Bahnhof. Den könnte man ja hier so hinsetzen. Wenn man die zwei Straßen wegmacht, könnte man den hier so hinsetzen. Das stimmt. Aufrüsten. 320. Es war drei Gleise. Ja. So. Dieser hier. Mal der überregionale. Tue ich mal in der Mitte anschließen. Weil das hat es jetzt nicht gemacht. Hat jetzt hier einen Tunnel reingesetzt, einen fetten. Der könnte uns später mal zum Vorteil verhelfen. Postbus. Das könnte später mal ein Vorteil sein, ja. So. Der ist jetzt Richtung Alfhausen unterwegs. Ich mache jetzt erstmal eine neue Linie. Neue Linie. So, von da. Ach, hier. Und ich glaube mal, der hat den jetzt ja genommen. Korrekt. Und diese Linie. Das ist einfach mal ETCX. Oder? ETCX. Oder das ist halt sozusagen der Zug 19. Mach ich einfach mal ein X dahinter. Und das X ist für überregional. Und der geht von Alfhausen. Nach Schwanenmühle. Das passt aber wahrscheinlich nicht hin. Schwar passt nur hin. Okay. Dann müssen wir nur Alfhausen und Schwanenmühle. Zack. Ich sehe es ja, dass es dahin geht. Oder ich benenne den einfach hier einfach mit normal 19 und Express Alfhausen. Zack. Ja. Der hat jetzt natürlich hier keinen Weg. Ich weiß auch warum. Den schicken wir mal ganz so zurück. So, der fährt gleich eh nicht weiter. Der hat nämlich hier kein Grip. Deswegen mache ich mal den da schnell. Und setze hier mal eine Weiche hin. Für spätere Zwecke. Korrekt. Und die Weiche rücken wir jetzt wieder weg. Und da finden die sich erstmal. So, der neue Zug. Was ist der jetzt?
Grüne Linie ist jetzt verschoben? Nö. Ach so, der ist noch auf der Linie. Der Stussel. Ha! Gut gerettet. Das ist jetzt ETC 19. Express. Hab was falsch gemacht. Im Linienmanager. Das heißt ja nicht ETS, ETC, ETS sage ich schon, das heißt der Zug. Einfach nur Zug. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier vorne. Sitzt zwar jetzt auch nur ein Zug. Und hier stehen jetzt auch richtig viele Schlange. Der ist jetzt voll. Und er geht jetzt auch wieder voll zurück. Wahrscheinlich. Lol. Für was warten die denn alle? Ach so, auf derselben Linie. Ich verstehe. Verstehen. Okay. Wir reißen jetzt ein bisschen Linie ab. Linie, sage ich schon, Linie. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil wir müssen den Bahnhof ein bisschen verlängern. Wenn der Zug rausgefahren ist, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.